später. Erstmal zur Herberge. Aber... Die anderen warten schon. Nur ihr fehlt noch. Fangt bloß keine Kämpfe an. Das zieht uns nur mit rein. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Nicht weit von Kalm gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet. Geht zu ihm. Und hier. Nehmt das. Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben... noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse.
bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date? Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Gut, dann los. Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando. Der Planet lebt ja wirklich. Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann, den letzten beißen die Hunde, Leute.
Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Die Absichten schon von weitem. Die hier greifen nicht an. Es ist vorbei! Tschüss! Und tschüss! Keine große Sache. Zähl auf den. Ich leg los. Und? Ja? Los geht's, Zack! Ha! Nimm das schnell! Hoch! Schlag, Zack! Los, wehtun! Das war's! Das hat geklappt! Ihr gehört zu Avalanche, oder? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher.
In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Eine Windmühle aus Republikzeiten. Ist sie nicht schön? Könnte ich sie doch nur wieder zum Laufen bringen? Eine Windmühle aus Republikzeiten.
nicht, dass das hier Futter sein soll. Lieber zu viel Futter als zu wenig.
zieh dich zurück. Nichts überstürzen. Nicht übertreiben. Wurde schon ungeduldig. Das tut weh. Los, gib alles. Jetzt recht. Wollen wir? Wechsel. Ich mach das. Komm schon! Thank you.
von Shinra. Ja. Eine Anlegestelle der alten Republik. Haben die Sümpfe früher wohl mit Booten überquert. So. Und Junon liegt also gleich hinter den Minen? Ja. Ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann, Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt. Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Sieht so aus. Überstürzt. Roger, ich will was. Einfach, du bist am Zug. Keine große Sache.
Das war's! Dann übernimm! Auf Onkel Baradis verlassen! Hab schon Vorarbeit geleistet! Alles klar! Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. So, was gibt's? Ach, ich weiß, ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja mal ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen, ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja, dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgardsomer nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will, zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Ja, hallo. Wegen dem Schild. Wir brauchen ein paar Chocobos. Ah, da habt ihr Gruftis aber Pech gehabt. Gruftis? Wir haben gerade keinen einzigen Chocobo zum Verleih. Hier stehen doch welche rum. Die können entweder nicht geritten werden oder sie sind reserviert. Aber hey, wenn ihr mich bezahlt, dann kann ich vielleicht was drehen. Bin ja kein Unmensch. Und wie viel? 100.000 Geld. Tut uns leid. So viel Geld haben wir leider wirklich nicht bei uns. In dem Fall hätte ich eine Info für euch. Für schlappe 1.000 Geld. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Für eine hübsche Dame in Nöten ist's umsonst. Also, vor einer Weile ist einer unserer Chocobos getürmt. Inzwischen ist er sicher schon ganz wild. Wenn ihr den wieder einfangen könnt, dann überlasse ich ihn euch. Wirklich? Sein Name ist Pico. Er ist ein ziemlicher Dickkopf. Ich hätte eigentlich wissen sollen, dass er abhauen würde. Hä?
Irgendwie erinnerst du mich an ihn. Sucht am besten nach seinen Fußspuren. Wenn ihr die findet, kann Pico nicht weit sein. Wilde Chocobos können ziemlich scheu sein. Wenn ihr euch unbemerkt heranschleicht, solltet ihr ihn aber problemlos einfangen können. Okay, vielen Dank. Und eine letzte Sache noch. Die Infos waren umsonst. Aber dafür müsst ihr was bei uns im Laden kaufen. Er wird von meiner Schwester geführt. Sie zeigt euch alles. Gar nicht schlecht, Kleiner. Wenn ihr unseren kleinen Ausreißer habt, kommt ruhig nochmal hier vorbei. Dann gebe ich euch Tipps zum Reiten und zur Pflege. Entschuldige mich für meinen Bruder. Er hat nichts als Geld im Kopf. Er macht nur seinen Job. Wir verstehen das. Ja, das stimmt. Aber es ist schlimmer geworden, seit Mama und Papa nicht mehr da sind. Sag mal, kommt ihr aus Midgar? Genau, aus den Slums dort. Dann kennt ihr Chocobo Sam? Kennen würde ich nicht sagen. Wir hatten mal mit ihm zu tun. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Vermutlich in den Slums von Sektor 6. Auf dem Walwa... Versuchst du, ihn zu finden? Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Er ist schuld daran, dass Mama und Papa nicht mehr da sind. Chloe, das geht unsere Kunden nichts an. Ich dachte doch nur... Behaltet die Sache bitte für euch. Sam ist eine wichtige Größe in der Chocobo-Branche. Wenn wir Gerüchte über ihn verbreiten, macht er uns kalt. Keine Sorge, unsere Lippen sind versiegelt. Ah, ihr wollt Pico einfangen, oder? Versucht ihm das hier zu geben. Pico liebt dieses Gemüse über alles. Vielleicht erinnert es ihn an uns und er kommt zurück. Gut, dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Mein Bruder hat zwar gesagt, dass ihr unbedingt etwas kaufen müsst, aber tut das wirklich nur, wenn euch etwas gefällt. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich tausche auch Goldfedern gegen Chocobo-Ausrüstung um. Wenn ihr welche habt, bringt sie also gerne her. Dann viel Glück mit Pico. Gut, dann suchen wir mal diesen Piepmatz. Sein Name ist Pico. Haltet Ausschau nach seinen Fußspuren.